So, hi, ich habe jetzt einfach mal nahtlos an das erste Video angeknüpft. Wir befinden uns immer noch in der Werkstatt. Wenn ihr nicht wisst, was gerade Phase ist, dann schaut euch einfach Teil 1 unseres Vorher-Videos an. Dann wisst ihr, was Stand der Dinge ist. In der Werkstatt haben wir hier hinten eine Treppe, die geht runter in den Keller. Aber wir gehen von der anderen Seite in den Keller, weil der Keller natürlich auch was Nettes hat. Das heißt, wir haben alles, was ihr hier sehen könnt. Die ganze Werkstatt, das ganze Lager ist komplett unterkellert. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ach so, wir haben hier oben auch noch so einen Bürotrakt, den wir im Moment nicht brauchen. Das ist hier, zeige ich euch mal eben. Das sind hier ganz viele Büros. Da hinten geht's, da hinten ist ein Riesen. Ach komm, gehen wir mal darüber. Bevor ich euch das in der Theorie nur erzähle, kann ich es euch auch eben zeigen. Hier sind Büros. Hier ist noch ein Arbeitsbesprechungsraum. Hier ist ein riesengroßer Besprechungsraum. Also hier ist schon Platz. Was wir hier mitmachen, wissen wir noch nicht. Vielleicht wollen wir das erstmal untervermieten. Das wird sich einfach zeigen. Im Moment ist auch dieses ganze Gebäude für uns natürlich riesig. Also wir haben hier fast mit Keller und der Fläche hier oben, Werkstatt, Showroom und allem, haben wir fast 2000 Quadratmeter Innenfläche. Also das ist schon heftig. Wir haben 1300 Quadratmeter oben und ungefähr 700 Quadratmeter unten im Keller. Also das ist auch für uns halt schon eine unfassbare Vergrößerung und vieles wissen wir heute einfach noch nicht. Vieles wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit einfach ergeben. Das fügt sich. Das ist der Keller hier unten. Damit ihr das mal hier unten sehen könnt, wie groß das ist. Das ist schon riesig. Hier hängt noch eine schöne Dekoblume. Diese Fenster. Das kommt raus komplett. Da kommt ein schönes Rolltor rein, weil wir möchten es so handhaben, dass die Fahrzeugaufbereitung hier reinkommt. Dann sollen nämlich hier, zeige ich euch, weil das schön breit ist und wie schön die Säulenunterteilung haben hier, dann sollen hier 1, 2, 3 unsere drei Scherenbühnen, ne, die wir haben, sollen dann hier aufgebaut werden und dann kann hier aufbereitet werden. Dann kann man natürlich rausgucken, aber die Leute können auch reingucken und sehen, was wir arbeiten, wie wir arbeiten. Und wenn sie ein Auto abgeben wollen zur Aufbereitung, kann man das hier unten sehen, wie gearbeitet wird. Mit dem restlichen Keller, den brauchen wir wahrscheinlich für uns als Lagerfläche. Da schauen wir einfach mal, was sich hier so ergibt. Hier wird alles weiß gestrichen. Das wird alles schön gemacht und heller gemacht nochmal. Und dann gucken wir mal. Es geht hier weiter. Also ihr merkt, es ist riesig, es ist unfassbar riesengroß hier. Ach, hier ist noch Licht an, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das können wir nämlich jetzt ausmachen. Jetzt wird es hier mal eben kurz dunkel. Da muss ich mit euch mal eben hier vorne ratzfatz wieder durchgehen. Also hier ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist nur so ein Ölbereich. Hier steht Öl und nichts Wildes. Dann haben wir, das ist der alte Pausenraum. Das ist das, was jetzt kommt, ist meine ehrliche Meinung, ist nicht schön. Das hier ist bisher der Pausenraum immer gewesen. Ich denke, wenn ihr das seht, könnt ihr verstehen, warum wir oben einen schönen, geilen, neuen Pausenraum bauen. Weil wir möchten nicht mit unseren Kollegen hier unten sitzen. Hier ist noch Umkleide und Waschraum. Das Ganze erspare ich euch jetzt, weil das auch wirklich vom Anblick aktuell nicht schön ist. Ja. Und jetzt sind wir an der Treppe, da wo das Video eigentlich angefangen hat. Jetzt komme ich nämlich die Treppe hier hoch und komme von hier in die Werkstatt. Zack, bumm, da sehen wir alle Bühnen. Das ist hier, wird dann der Waschplatz, das ist jetzt auch schon so ein Waschbereich.
Nur wir haben natürlich viele Autos, wir haben viele höher gelegte Rams in der Kundschaft, die auch Kotflügelverbreitung haben, also die einfach vom Ausmaß kein Standardauto mehr sind und auch die Abmessungen eines jeden deutschen Standardautos vollkommen übersteigen. Deswegen wird das hier, diese ganzen Glasbausteine, das wird alles abgerissen. Da kommt auch übrigens ein schönes, neues, schickes Tor rein. Das reißen wir weg komplett und dann gehen wir bis da vorne, bis zu diesem Stahlpfeiler. Also wir verbreitern das ganze Ding im Endeffekt. Und das ist jetzt alles in Glasbaustein gebaut und da kommen so Aluplatten hin. Da haben wir auch durch Zufall nur in einer anderen befreundeten Werkstatt entdeckt quasi. Das sind so Aluplatten, die sind von innen auch gedämmt, die sind so 15, 20 cm dick. Die können wir einfach da aufstellen und die sind wasserabweisend und zack, boom, fertig. Da sind wir aber gespannt, wie das aussehen wird, wenn die da sind. Wie gesagt, 400 Tonnen Bühne haben wir hier, 4 Säulen Bühne, also das ist schon eine Herausforderung hier. Aber wir haben da Unmengen Bock drauf, weil dann einfach, das wird geil. Das ist für uns ein großer Schritt, aber wir haben ein wunderbar geiles Team, was da mitzieht, was auch 110% hinter uns steht, ohne dass wir das auch nicht machen könnten und machen würden. Deswegen genial. Wir freuen uns unfassbar auf diesen Umbau, auf diese Veränderung, auf das, was das alles hier in Zukunft so geben wird und hoffe, dass ihr dabei bleibt. Und danke fürs Zuschauen. Ich gebe euch regelmäßig Updates, was sich hier so tun wird. Tja, auch jetzt kann ich wieder nur sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr immer alles mitkriegt. Und zwischendurch gibt es auch nochmal Autovideos. Ja, das war's von unserem aktuellen Standort. Wie gesagt, wir sind in Hang und Limburg auf dem Löllpferd 37. Wir freuen uns, wenn ihr irgendwann mal auf ein Käffchen vorbeikommt und auf einem unserer vielen Parkplätze hier draußen nicht im Weg parkt. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.